In der Wissenschaft wird es auch große Umwälzungen geben durch ein neues Paradigma, das jetzt aufkommt. In der Vergangenheit hatten wir drei, nämlich die theoretische, mathematische Forschung, die computerbasierte Forschung und die experimentelle Forschung. Nun kommt ein vierter Ansatz auf, der datengetriebene Forschungsansatz. Mit Big Data wird es nun möglich, Zusammenhänge zu erkennen, die vorher verborgen waren. Und auf diese Art und Weise werden wir viel bessere Einblicke gewinnen in das, was unsere Gesellschaft bewegt, zusammenhält und verändert. Also so wie man früher Fernrohre und Mikroskope gebaut hat, um unsere physikalische und biologische Welt zu erkunden, so werden wir neue Erkundungsinstrumente haben für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, wir werden in die Lage versetzt werden, quasi Krankheiten der Gesellschaft, die sich anbahnen, wie Konflikte, Kriege, Finanzkrisen oder Ähnliches, früher zu erkennen und dann auch vorbeugende Maßnahmen zu treffen, um diese Probleme abzumildern.